Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen hier bei Freyas Orakel und Wegweiser. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und jetzt wollen wir mal an das Tagesorakel für den 19.05. schauen. Es gibt natürlich heute später wieder noch ein Wochenendorakel. Ne? Das tue ich euch hier auch noch rein. Und ja, ich bedanke mich hier schon mal für eure Likes, für eure lieben Kommentare. Freue mich natürlich auch hier, wenn dir das hier gefällt, dieses Tagesorakel. Und ich von dir natürlich dann ein Like bekomme oder einen lieben Kommentar. Ne? Ich lese nämlich auch eure lieben Kommentare. Zwar nicht jeden Tag, aber wenn ich dazu komme, ne, dann werde ich natürlich auch Herzen oder Antworten. Ne? Also nicht wundern, wenn mal nichts kommt von mir. Ne? Also ich werde auf jeden Fall dann auch Herzen. Und bei manchen Kommentaren ist es mir auch schon aufgefallen, dass es meistens so ist, dass die mir gar nicht angezeigt werden. Ne? Also ich sehe die dann meistens erst so im YouTube-Studio. Ne? Naja, wie dem auch sei, wir wollen jetzt mal in die Energie heute reinschauen für den Freitag. Ja, was kommt am Freitag auf uns zu? Der Körper ist ein Tempel. Diese Karte begleitet uns in letzter Zeit sehr, sehr oft schon in einigen Legungen. Ne? Achte liebevoll auf deinen Körper und ehre ihn als etwas Wertvolles. Ja, nimm dir hier wirklich jetzt mal ein bisschen Zeit für deinen Körper. Ne? Kümmere dich gut um deinen Körper. Tu deinem Körper was Gutes mit guten Düften, Cremes. Wie auch immer, das kommt mir gerade so rein. So schöne Düfte durch die Blumen. Ne? Oh, ich kann richtig gerade so die Blumen riechen. Ne? Also das ist wirklich krass gerade. Und ja, tut dir einfach mal was Gutes. Ich sehe hier, es sind ganz viele Vögel. Vielleicht bist du in letzter Zeit auch hier unruhig gewesen. Jetzt gönn auch mal deinen Körper hier etwas Ruhe. Ne? Vielleicht hast du hier viel zu tun gehabt in letzter Zeit. Und Ruhe ist jetzt mal für dich wichtig. Und dann ist es natürlich heute auch wichtig, die Freude. Ne? Sei wie so ein Kind, erlebe die Freude, verbinde dich mit deiner Essenz, innere Lebensfreude und lächle mit jeder Zelle. Ja, lächle einfach mal heute an diesem Tag mit jeder Zelle. Ja, das kann man auch ganz gut trainieren. Ich kann euch das gerade nicht vormachen, weil das Handy jetzt so auf die Karten alles macht. Ne? Aber wenn ihr vielleicht hier wie dieses Mädchen immer mal so, egal wie ihr euch gerade fühlt, einfach mal so die Übung macht, so einfach mal für ein paar Sekunden so lachen, ne, die Mundwinkel hochziehen. Ne, also da wird man dann mit der Zeit spüren, wie sich auch die Energie verändert. Könnt ihr mal gerne mal ausprobieren. Ne? Ja, dann in den Himmel geschrieben. Ja, hier geht es um Schicksale heute noch, ne, an diesem Tag. Mit der Daggers. Ja, mal, ist das hier die Daggers? Ja, das ist die Daggers. Und der Waito, die hier drinnen zu sehen ist, und die Manas. Da geht es darum, dass hier was vorwärts geht. Ne? Also hier dreht sich gerade das Rad des Schicksals, kann man sagen. Ne? Und die Engel, die führen das Ganze. Also ne? Das Universum oben, das führt dich heute hier. Und das Ganze kann auch schicksalhaft sein. So, dann haben wir hier mit den Vier der Schwertern, dass du dich hier erstmal zurücklehnst. Und da haben wir wieder Mr. König der Schwerter. Ne? Den haben wir jetzt öfters in Legungen wieder gehabt. Ja, wer ist der König der Schwerter? Das ist eine kühle, distanzierte Person. Das ist eine Person, mit der es nicht oder mit dem es nicht zu spaßen. Kann auch eine Chefperson manchmal sein, ne? Wenn du hier vielleicht auf einen Chef guckst oder auf eine Autoritätsperson von einem Amt, kann natürlich auch hier sein. Auf jeden Fall ist es der König der Schwerter und mit dem es nicht zu spaßen. Die Person hat das Herz auch hier. Da drinnen, in diesem dicken Schutzpanzer drinnen, ne, hält das Schwert hier, ist also jederzeit bereit, auch hier aufzustehen und das Schwert gegen einen zu richten. Ne? Also so eine Person ist das, kühl, distanziert. Es ist aber auch eine sehr klare Person, eine Verstandsperson. Genau. Und um diese Person geht's. Du ziehst dich von dieser Person erstmal zurück. Vielleicht machst du hier so einen kleinen Rückzug oder sagst jetzt, Adios, Amigo, oder so, ne? Dass du Tschüss sagst und Goodbye. Und es geht jetzt darum, dass du hier die Harmonie wiederfindest. Ne? Einfach die Harmonie wiederfinden. Wir haben hier die Zwei der Kälte, die sagt Harmonie, dass es jetzt zu fließen beginnt, ganz einfach, dass beide vielleicht auch was reingeben. Ja, vielleicht ist es auch so, wenn das hier die Vergangenheit jetzt so ist, die jüngste Vergangenheit, vielleicht hast du dich hier von einem Menschen zurückgezogen, der halt so Mr. Unnahbar war, ne, und hast auch die Situation verlassen und jetzt, ja, jetzt kommt hier
so eine Waagschale wieder rein, ne? Die das ganze Gleichgewicht wieder herstellt. Hier wird wieder was reingegeben. Das wird hier wieder kraftvoll. Die Enttäuschung, ja, von diesen Enttäuschungen, Verrat, da befreit man sich vielleicht auch. Und ja, das Ganze kann man dann hier feiern. Ne? Hier wird so ein kleiner Sieg wieder eingeholt. Und ich sehe hier auch, dass du eine Chance umsetzt, ne? Chance auf Leidenschaft, die Chance ganz einfach die Dinge anzugehen. Vielleicht holst du jemand aus dem Turm raus, ne? Vielleicht mit deiner romantischen Art. Oder ja, vielleicht ist es ganz einfach, ne? Dass man hier auch eine Veränderung herbeiführt. Ne? Genau. Ja. Das ist so die Tagesenergie heute, zumindest hier schon mal mit dem Tarot, ne? Hier auf dem Stapel. Dann haben wir hier die drei der Schwerter. Es geht hier um Kummer, also es geht hier um eine Verletzung, um einen Kummer, Liebeskummer, Schmerz, ne? Und das kann heute auf dich zukommen, wenn es nicht schon gewesen ist. Die Energien, die fließen ja hier ständig, ne? Achte auch immer auf dein Bauchgefühl, inwieweit du damit in Resonanz gehst. Wenn du sagst, die Energie habe ich hier gerade schon oder habe ich gestern erlebt, dass ich hier eine Verletzung bekommen habe, dass ich vielleicht Liebeskummer hatte oder dass ich mich hier so ein Schmerz ereilt hat, hier im Herzen, vielleicht auch durch eine Person, ne? Die Energien, die fließen ja, ne? Und das kann schon gewesen sein, kann heute kommen oder kann auch morgen sein. Ne? Und es geht jetzt darum, hier diesen Herzensweg, deinen eigenen Lebensweg wieder zu gehen. Ne? Den Weg deines Herzens, dich aufzumachen hier auf deinen Weg. Ne? Und wir sehen hier, dass hier wirklich eine gewisse Traurigkeit hier mit vorhanden war. Du weißt nicht so richtig, ja, wie geht es jetzt hier ganz einfach weiter. Aber an dem heutigen Tag. Wie gesagt, wir hatten ja hier, glaube ich, auch noch ein Ass. Ich glaube, wir hatten ja auch noch ein Ass, ne? Ass der Stäbe und jetzt haben wir noch das Ass der Schwerter und das sagt, hier kommt eine Chance auf Klarheit, ne? Vielleicht hast du jetzt die Chance, dich von diesem Schmerz, von dieser Traurigkeit endlich abzukapseln, abzuschneiden, ne? Oder dir ganz einfach eine Klarheit darüber zu erschaffen. Und dann sehe ich nämlich hier mit dem Bube der Stäbe, dass du Aktionen startest, dass du hier wieder sagst, auf ins Leben, das Leben geht weiter, was soll's, muss ich jetzt so annehmen, wie das ist, ne? Aber ja, du trennst dich von diesem Schmerz, ne? Du schneidest dich davon ab, von dieser Verletzung und von dieser Traurigkeit und sagst, ach komm, ich bin mir jetzt im Klaren, was ich vielleicht möchte und ich lasse das andere jetzt hinter mir und werde jetzt hier ganz einfach, ja, mich wieder ins Leben schmeißen, ne? Genauso sieht's aus. Ja, dann haben wir den Fuchs und der Fuchs, der geht raus. Das kann ich schon mal sagen, ne? Der Fuchs, der geht raus, weil der guckt hier aus dem Kartenblatt raus und du wirst hier auf jeden Fall eine Begegnung mit deiner Klarheit haben, ne? Die Enttäuschungen gehen raus und ja, du wirst hier Klarheit erlangen. Nee, du hast hier generell für dich Klarheit erlangt, ne? Dir ist die Klarheit begegnet und das haben wir ja hier oben mit den Ast der Schwerter schon gesehen, ne? Es ist ganz einfach so, dass du dich davon abschneidest, weil dir jetzt einiges auch klar wird. Ne? Und das sieht man ja, du hast die Begegnung mit deiner eigenen Klarheit. Ne? Diesen Fuchs, den schmeißt du sozusagen von der Brücke. Ne? Und die Enttäuschungen sind ja auch umgedreht. Also Enttäuschungen gehen auf jeden Fall raus. Ne? Vielleicht noch Masken, Fassaden, die hier waren. Und ich habe hier aber auch, dass hier ein Treffen. Also entweder handelt es, ich habe hier zwei verschiedene Perspektiven jetzt, ne? Entweder gehen die Enttäuschungen raus, der Fuchs, der sagt Tschüss, ne? Und man hat eine Begegnung mit seiner Klarheit, Enttäuschungen gehen raus. Und wenn es sich jetzt um einen guten Freund handelt, ne? Dann wirst du dich mit diesem Freund treffen. Ja, hier wird so eine kleine Wunscherfüllung reinkommen, aber hier wird auf jeden Fall noch was unklar sein, ne? Also im Inneren wird da was Unklares noch sein, wenn du dich mit dieser Person triffst. Das kann wirklich ein guter, treuer Freund sein, ne? So, wenn dieser Freund nichts mit einer Person zu tun hat, die dich hier verletzt hat,
Dann ist es so, dass die Enttäuschung rausgehen, der Fuchs wird von der Brücke geschmissen, du erreichst deine Klarheit hier in einer bestimmten Sache, ne? Du wirst dir hier über vieles klar, Enttäuschungen gehen raus, du denkst da auch jetzt gar nicht mehr drüber nach und es könnte dann sein, dass du dich hier mit einem guten Freund treffen tust, vielleicht redest du mit diesem Freund über diese Wunscherfüllung, ne? Das kann natürlich auch sein, ne? Vielleicht ist es aber auch ein ganz, ganz tiefer, guter Freund für dich, aber hier sind auf jeden Fall Unklarheiten, ne? Und die klären wir gleich mal noch ab, die Unklarheiten. Wir haben hier auch den Neuanfang mit einer Person vielleicht, ne? Also, wenn du das jetzt bist, dann ist es ganz einfach so, du willst hier Entscheidungen treffen, ne? Im Rücken hast du einen Neuanfang, vielleicht möchtest du neu anfangen. Wenn du als Mann zuschaust, kann das natürlich auch hier generell, ne, allgemein gehalten werden, dass du hier vielleicht neu anfangen mit einer Frau anfängst. Wir sehen hier Entscheidungen, die getroffen werden. Hier ist noch dieses Labyrinth, diese Belastungen und Verletzungen, ne? Und im Inneren, ja, da vergräbst du noch so einen kleinen Kummer drinne. Aber hier wird auf jeden Fall wieder Festigkeit reinkommen. Ne? Wir sehen hier, du bist noch ganz schön konfliktbehaftet und es ist auch noch ganz schön blockiert, aber du wirst Lösungen für diese Nervosität, für diese Unruhe auf jeden Fall finden und die wieder in Heilung bringen. So, und jetzt werde ich mal auf die Wolken fragen. Okay, das ging ja fix. Ach ja, da fällt mir gerade was ein. Ne? Das sollte jetzt ein kleines Zeichen sein. Ehe ich jetzt die Karte umdrehe, was die Wolken bedeuten. Der Fuchs, als ich vorhin hier die Karten gemischt habe, ist der Fuchs rausgesprungen und hat sich doch so die ganze Zeit gedreht. Und zwar auf dieser Karte, auf der 5 der Kelche. Ne? Und es ist ganz einfach jetzt auch so, und das nehme ich jetzt wirklich mal so an, dass die Traurigkeit jetzt auch bei dir rausgeht. Ne? Die Traurigkeit geht wieder. Hier war eine Enttäuschung, hier war eine Lüge. Irgendjemand hat dich hier vielleicht auch verarscht. Und deswegen hast du hier diesen Schmerz erlitten oder wirst es noch erleiden. Ne? Aber diese Person wird rausgehen. Ne? Wenn es eine Person ist oder diese Situation, die wird hier rausgehen und die Traurigkeit wird sich wieder aufklären hier. Ne? So, und jetzt gucken wir mal, was diese Unklarheiten sind. Aha. Ja, man hat auf jeden Fall einen großen Kummer, ne? Weil hier wahrscheinlich etwas geendet hat. Mir kommt das jetzt nicht als Transformation rein, mir kommt das als Kummer rein und mir kommt das auch als Ende rein, ne? Vielleicht war hier irgendwie ein Ende gewesen, vielleicht machst du auch Schluss mit einer Person, das kann auch sein aufgrund dieser Verletzungen. Du wirst dir hier im Klaren, ne, diese Sache geht hier raus und ja, triffst dich halt wirklich mit einem Freund und vielleicht redest du ja mit einem Freund hier über diese Unklarheiten, ne? Und wenn die Person dieser Freund ist, um die es hier geht, der oder die dich hier verletzt hat, ne, dann redest du auch mit der Person über diesen Kummer. Über. Oh. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Leute, ich beniese es auch noch zweimal, also doppelt hält besser. Ich denke, es hat schon mit einem Freund zu tun, ne? Sonst hätte ich das jetzt nicht hier beniest noch zweimal. Also, hier ist wahrscheinlich wirklich irgendwie, ne, ein Kummer, entweder mit einem Freund oder du redest, triffst dich da mit einem Freund, mit einer guten Freundin oder wem auch immer und redest vielleicht auch darüber, über deine Wünsche, vielleicht auch nochmal, ne, über diese Unklarheiten, über diesen Kummer. Okay. Ja, sehr interessant, würde ich sagen. Und das ist heute, wie gesagt, die Tagesenergie. Ne? So, was machen wir jetzt? Ach komm, wir machen noch die Engel und Ahnen. Was sagen die Engel und Ahnen noch dazu? Okay, das sind zwei Karten heute gefallen. Ich muss mal ein bisschen Platz machen. Da haben wir einmal den Spiegelhüter und der Spiegelhüter sagt, nimm dir Zeit für Reflexion, ne? Reflektiere dich auch selbst. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil das, was dich meistens an einer Person stört, ne, das hat man meistens selbst in sich. Ne? Und das sollst du dir spiegeln, das sollst du entdecken. Ne? Und dann haben wir hier noch den Krieger, der sagt, sei furchtlos und standhaft. Ne? Also egal, was auf dich zukommt, zieh dein Schwert, du bekommst die Klarheit für dich und schneide dich von diesem Schmerz ab. Ne? Was auch immer das für ein Kummer oder Schmerz hier ist für dich, ne? Der auf dich zukommen könnte.
So, und jetzt schauen wir noch hier auf die Runen, was die Runen hier noch sagen, oben drüber, weil die Energie ist auch wichtig. So, jetzt brauche ich erstmal kurz einen Schluck Kaffee. Okay. Welche Runen begleiten uns heute am 19.05.? Oh, das ist einmal die Lagus, die hatten wir gestern, glaube ich, auch schon. Und es geht hier darum, etwas loszulassen, damit Gefühle wieder fließen können bei der Lagus. Ne? Also, lass etwas los. Heute kommt die mir wirklich damit rein, dass du etwas loslassen sollst. Und das kann eine Person sein oder eine Situation oder generell diesen Kummer, ne? Oder diese Traurigkeit. Die zweite, oh, das ist die Turisas und die Turisas kann wehtun. Das kann wehtun. Das symbolisiert mir die drei Schwerter jetzt wieder, ne? Ihr seht da ja diese Zacken, die in das Herz da reingespießt werden, ne? Dieser Drahtzaun. Und so kann sich das halt anfühlen, wenn sich das so zusammenzieht, dein Herz, oder wie wenn ganz einfach hier so eine Dorne bei dir reingestochen wird. Ne? Also es kann wehtun, das kann ich dir schon mal sagen. Ne? Aber die Turisas ist auch eine mächtige Schutzrune, die kann dich auch beschützen, ne, vor etwas. Gleich mal mit dazu gesagt. So, und die dritte Rune, die uns begleitet heute, das ist die. Und das ist die Manas. Ja, und die Manas, die sagt, komm in dein eigenes Handlungsbewusstsein rein. Ne? Schau auf deine Wahrnehmung und auf deine inneren Strukturen. Ne? Wir haben auch zweimal die Vunjo. Die Vunjo, die für die Hoffnung, für das Glück steht. Das doppelte Glück, die doppelte Hoffnung. Ne? Du sollst handeln heute an diesem Tag. Ne? Und mir kommt da jetzt wirklich auf Anhieb was rein. Und ich muss jetzt erstmal hier oben. So, Flipsi, du passt schön auf die Runen. Also, an dem heutigen Tag geht es generell darum, dass ein Schmerz kommen kann mit der Turisas. Ne? Genau. Du sollst darauf in dein Handeln gehen, mit der Manas, ne? Deine inneren Strukturen wahrnehmen, den Spiegel in dir auch sehen, reflektieren. Ne? Und dann, im Endeffekt, sollst du das loslassen. Diese Situation und wieder ins Fließen reinkommen. Ne? Wieder ins Fließen reinkommen. Ja, und es könnte wirklich sein, dass du mit, wie gesagt, mit einem guten Freund darüber sprichst, mit einer guten Freundin oder wenn diese Person dich verletzt hat, dich nochmal mit der Person triffst und diese ganze Sache vielleicht auch hier aufklärst. Ne? Mit dieser Person. Diese Unklarheiten da, diesen großen Kummer ganz einfach, gell? Okay, meine Lieben, da wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Freitag und Start ins Wochenende. Bis später, wir sehen uns dann nochmal. Ciao!